Nachdem wir uns in dem letzten Video beschäftigt haben mit der Frage, was ist Ethik, müssen wir uns in diesem Video, da häufig der Begriff Moral gefallen ist, natürlich auch mit der Frage beschäftigen, was ist Moral? Auch in diesem Video möchte ich wieder ganz kurz auf das Griechische zurückgreifen. Einfach dem Verständnis halber, und wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr diesen Punkt einfach ignorieren. Der Begriff Moral kommt ebenfalls wie der Begriff Ethik aus dem Griechischen. Und Griechisch, da bedeutet der Begriff Moral sowas wie Sitte oder Charakter. Moral ist also irgendwie ein Begriff, der für alle in einer Gemeinschaft gültige Regeln, Gebote, Werte und Normen umfasst. Wir können das vielleicht als Definition einmal aufschreiben. Moral ist ein Begriff für alle in einer Gemeinschaft gültigen Regeln, Gebote, Werte, Normen und so weiter. Also Begriff für alle in einer Gemeinschaft gültigen Regeln, Gebote, Werte, Normen. Das heißt, der Begriff Moral umfasst alle Werte und Normen, die ein von einer bestimmten Gemeinschaft erwünschtes gutes Handeln mit sich bringen soll. Und das ist so wichtig, dass ich das auch nochmal dazu schreiben werde. Also der Begriff Moral umfasst alle Werte und Normen, die ein von einer bestimmten Gemeinschaft, ich kürze das mal mit G-Punkt ab, bestimmten Gemeinschaft erwünschtes gutes Handeln, in Anführungsstrichen das Gute, mit sich bringen soll. Gut. Das ist natürlich ein L zu viel. Und was bedeutet dann unmoralisch? Ich meine, wir haben ja gesagt, moralisch bedeutet das hier. Also Begriff für alle in einer Gemeinschaft gültigen Regeln und Normen und Werte und so weiter. Aber was ist denn dann unmoralisch? Unmoralisch, sagen die Philosophen, ist hauptsächlich ein Charakterfehler. Aber, und das ist wichtig, aber auch Verstoß gegen anerkannte Moralvorstellungen. Und das müsst ihr euch unbedingt merken. Unmoralisch, sagen die Philosophen, ist hauptsächlich ein Charakterfehler, aber eben auch ein Verstoß gegen anerkannte Moralvorstellungen. Und ihr seht, hier oben ist der Begriff Werte, Normen gefallen. Und was sind Werte und Normen? Damit werden wir uns in dem nächsten Video beschäftigen, das ich auch im Anschluss hier noch verlinken werde auf der Abschlussseite. Was sind Werte und Normen? Das werdet ihr in diesem Video sehen, wenn ihr draufklickt. Und noch einen Nachtrag zum Thema Moral. Auch hier wieder eine Definition aus dem Duden-Fremdwörterlexikon, die ich aber persönlich nicht so gut verständlich finde wie die andere, die ich gerade eben genannt habe. Also Moral ist eine philosophische Lehre von der Sittlichkeit. Sie behandelt die Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten in einer Gesellschaft regulieren und die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen des Videos und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.